Nicht einmal der Hype um die neue Leipziger Schule könnte seiner Unbekanntheit etwas anhaben. Der Maler Erich Kissing ist vielleicht nicht einmal ein Geheimtipp. Gleichwohl haben seine Bilder das Potenzial zum Kult. Das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen zeigt jetzt das Gesamtwerk des Typke-Schülers Erich Kissing. Und wir, sein überhaupt erstes Fernsehinterview. Ein kleines Haus am Rande von Leipzig. Hier arbeitet Erich Kissing. 1970, vor 40 Jahren, hat er die Leipziger Grafikhochschule abgeschlossen. Ein echter Typke-Schüler. In der DDR, zurückgezogen, im Haus der Eltern tätig, wurde er seitdem nicht bekannter. Ausstellungen? Wozu? Kunstmarkt? Erich Kissing bleibt zu Hause. So malt er für sich hin. Ich brauche da Ruhe irgendwie. Ich kann auch nicht, keinen Streit oder irgendwie nicht Stress hätte mit irgendjemand, der vor Zorn oder so aufgeregt bin, da könnte ich auch nicht malen oder so. Ja, das ist, ich schütze mich ja auch, indem ich mich zurückziehe vor vielen Einflüssen. Da stehen die Frauen und schauen. Einen Traum in weißem Licht. Kissing erzählt mal hintersinnig, mal naiv von Frauen und von Männern, die den Vogel bewundern und ihn zähmen müssen. Oder vom Staunen, dass man andere Vögel bauen kann, merkwürdige Apparate. Was gibt es doch für Wunder, von denen der Mensch selbst das Größte ist, weshalb er sich nie verstehen wird. Am liebsten malt Erich Kissing nackte Frauen. Vielleicht malt er nur aus diesem einen Grund, weil er die Frauen so schön findet. Die sind in Form schöner als die Kerle und so. Ja, ich habe ja Anatomie gehabt, auch in der Hochschule, und ich habe gestaunt, wie der Mensch konstruiert. Das ist ja sagenhaft. Der Erfinder, das ist ja toll. So eine Hand oder so ein Gelenk, das ist ja sagenhaft. Und eigentlich ist Zeichnen oder Malen für mich auch so eine Art wie Besitz ergreifen wollen. Ich zeichne das ab, da will man es verstehen erstmal, wie das funktioniert, und dann bannen auf eine Leinwand oder auf Blatt Papier, und dann gehört das auch mir. Poetische Sonnen, weite Horizonte. Kissing legt es darauf an, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir seine Bilder anschauen. Märchen von der Schönen und dem Tier, das ihr gehorcht, weil sie so gut und so schön ist. Das ist meine Junggesellenphilosophie, was Frau-Mann-Beziehung betrifft. Auch ironisch gemeint, das ist ja der Kerl da hinten, das ist ja auch Selbstporträt. Einer hat ja meinen Haarschnitt. Und dann hängt der Typ ausgestattet mit Symbolen des Mannes. Langer Schwanz da so und Hundeblick, treu. Und dann hängt er an der Leine. Das Schönste an Kissing ist vielleicht seine Selbstironie. Wie er aber seine Idyllen symbolistisch zelebriert, das ist viel weniger naiv, als es aussieht. Der Kentauer will nicht in das Rennen gehen. Längst hängt er in der Kandare, will sich aber nicht fangen, nicht zureiten lassen. Verliebt ins Detail malt Erich Kissing das Surreale realer als Realität. Das ist sein Traum vom Leben. Ich kann eigentlich nur das malen, in das ich verliebt bin, so was ich gerne habe. Ich male sehr lange an so ein Bild, lange. Und wenn ich kann nicht aus Zorn malen, oder wenn ich irgendwas kritisieren will, dann müsste ich mich ja wochenlang mit bösen Menschen oder mit Kritik auseinandersetzen. Davor härmt man ja. Man darf die Welt genießen mit Erich Kissing und sich wohl sein lassen. Krieg und Katastrophen bleiben fern. Kissings Malerei hat andere Aufgaben. Sie ist Lebenstraum und Verschönerung, wie Liebe und Schönheit. Ich male meine Bilder nur für einen. Einen müssen sie so gefallen, die Bilder. Und das bin ich. In Bad Frankenhausen im Panoramamuseum hat Erich Kissing seine schönen und die vielen ironischen Selbstporträts jetzt versammelt. Eine so wunderliche wie schöne Welt, die so tut, als wäre sie echt und listig zwinkernd unsere Sehnsucht nach der Schönheit bedient. Mit 66 Jahren, da kann so ein haariger Faun vielleicht noch berühmt werden.
Erich Kissing wird sich lächelnd auch darüber wundern.